Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Outlast. Ja, ich glaube, wir werden unsere sichere Zuflucht hier verlassen. Ich werde es bereuen. Werden hier durchschreiten mit Licht. Speck hier ist tatsächlich hier. Natürlich kommt man hier nicht raus. Das heißt darüber. Ich lauf mal. Tschüssi! Was haben wir da? Ist rein. Hier ist nichts. Ich dachte nur. Okay. Entschuldigung, meine Nerven gerade. Ich bin ganz ruhig. Tut mir sehr... Ah, ich weiß schon. Tut mir sehr leid, dass ich so ruhig bin. Na, du? Ist es wieder der, der uns essen will? Ich gehe meinen Weg. So. Schön zumachen, bitte. Danke. Alter, Vater Martin... ich hoffe, wir treffen dich bald und ich hoffe wirklich, dass du uns hier rausbringen kannst. Speichern, das ist immer gut. Sie sperren die immer zu. Ich will da auch rein. Mann, ey. Ein Lift. Ich habe keine Ahnung, ob Lift gut ist. Küche. Küche, die letzte Küche, die ich betreten habe, hätte mich fast, ja, in Ohnmacht versetzt. In Ohnmacht, mit O. Ich suche nur ganz verzweifelt nach einer möglichen Batterie. Vater Martin? Boah, ich hoffe, es ist wirklich... Alter. Hallo? Na, das würde wer anders. Nix, Vater Martin. Ich dachte nur, ich finde hier vielleicht eine Batterie an. Aber da ist in Wirklichkeit nix. Ah, Wand. Eine Wand habe ich da, ja. Drüben ist wahrscheinlich auch nix, ne? Na. Im Dunkeln sieht man nämlich die Batterie schön leuchten. Ja, da ist in Wirklichkeit nix. Schade. Alter, die Musik, ne? Natürlich ist sie verschlossen. Selbst... Das hat gerade komisch ausgeschaut. Selbstverständlich ist sie geschlossen. Dann bleibt wirklich nur... Ah, da drüben eventuell noch. Die Tür hier. Ja, okay. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Dann der Lift. In Gottes Namen. Schlüssel notwendig. Ach, lege mich doch einmal. Dann ist doch die Küche. Dann ist doch irgendwo wahrscheinlich hier Küche und so. Luftschacht, irgendwas. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich doch hier drin. Wo, ey? Ne? Ah! Schau mal, doch Batterie. Danke. Und da muss es... Aha, da ist noch eine Tür. Die habe ich gar nicht gesehen. Natürlich, die ist verschlossen. Natürlich. Da. Habe ich auch nicht gesehen. Oh, es ist finster. Okay. Und hier rauf? Da ist nichts, ne? Nein. Ach Gottchen, ich will nicht so viel Batterie verschwenden. Da geht auch nichts. No. Das heißt, das geht nur hier lang. Okay, Batterie sparen. Das Schöne am Let's Playen ist, ne? es schaut nicht so bescheuert aus, oder es ist nicht so bescheuert, wenn man während der Aufnahme sprechen tut. Oh. Ich glaube, ich bin zu früh dran, ne? Hier ist der weiter Weg. Es schaut, wie gesagt, nicht so deppert aus, wenn man Selbstgespräche führt. Weil man redet ja Gott sei Dank mit euch, ne?
Also, das beruhigt. Also, ich finde, das beruhigt ungemein. Oh. Hallo. Ich finde, es beruhigt ungemein, wenn man bei solchen Spielen laut quatschen kann. Und wie gesagt, dank den Let's Plays schaut das nicht so doof aus, wenn man da spricht. Okay, da ist gar nichts. Nix. Das war umsonst, was ich gemacht habe. Entschuldigung. Also schön. Mein Magen knurrt. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Das wäre mir doch glatt ein bisschen peinlich. Ich habe heute noch nichts gegessen. Weil ich dachte, wenn ich Outlast spiele, lieber nichts essen. Das könnte mir eventuell böse auf den Magen schlagen. Ja, dann habe ich noch Bauchschmerzen und wer braucht denn das? Hallo, lebt hier jemand? Eine Batterie zum Beispiel? Na, dem Klo würde ich auch nicht leben wollen. Aha, das ist gleich komplett im Dunkeln. Jetzt dachte ich schon, das wäre... Ma, das sind zwei. Na, bitte Batterie, geh nicht aus. Ich wollte nämlich nur schauen. Aber die haben nichts, na. Wie schauen wir hier drüben aus? Aha, da ist nichts. Hier vielleicht. Oh! Ah, offenes Fenster. Freiheit? Oh mein Gott, Freiheit? Bitte Freiheit. Ist mir komplett egal, ob wir komplett nass sind durch den Regen. Bitte Freiheit. Hallo? Speichert, okay. Vater Martin? Nur zur Sicherheit. My job. You alone shall escape the Talfa. Warte mal. Ich kann nicht vorbei. Vater Martin? The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. Bitte hör auf. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Na, bitte nicht. Oh mein Gott. Spiel, Alter. Danke. Ich mache hier lieber zu, falls jemand durchdrehen möchte, ne? Es hat sich Vater Martin einfach selber angezündet. Einfach so. Ich will mal kurz darauf schauen. Jetzt hat sich der Vater Martin selber angezündet. Oh mein Gott. Leute, irgendwann trifft hier einen mal der Schlag. Was? Da geht's auch nicht mehr raus? Hä? Wie geht's jetzt raus? Ich will hier raus! Da? Nee. Hä? Wie geht denn das? Geht's doch da drin, oder wie? Hallo? Wie geht's jetzt bitte weiter? Huh?
Hä? Wie geht's denn jetzt weiter? Hallo, ich kann drüben nicht raus, da nicht raus, nirgendwo raus. Aber es... Es muss ja doch irgendwo rausgehen. Hier zumindest. Ah, da geht's raus. Okay. Jawohl. Habe ich gewusst. Ich wollte nur mal schauen, ob ihr das auch wisst. Licht braucht man nicht mehr. Da vorne geht's eh runter. Wahrscheinlich können wir gleich die Beine in die Hand nehmen. Hallo. Und so ist es auch. Ich laufe irgendwo hin. Ich weiß nicht wohin. Zu die Hitten. Ich nichts mehr. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo der scheiß Aufzug ist. Ich hasse diesen Aufzug. Ja, nochmal Sackgasse. Warum das? Hallo. Bring mich um. Ich habe keine Ahnung, wo dieser blöde Aufzug ist. Ich hasse diesen Aufzug. Mann, ey. 20.000 Türen. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Ach, Menno. Dabei wollte ich doch nur hier raus. Natürlich ist die Batterie aus. Was tue ich hier? Was mache ich da? Wieso laufe ich im Sohn-Drecks? Hallo! Gehst du durch? Ach, du bist so ein Arsch, echt. Geht nicht einmal durch, ne? Kein Bock. Da. Ah, hier geht's raus. Oh, ruck. Oder zumindest weiter. Ah ja, die Küche, genau. Ah. Aha. Krabbel, krabbel, krabbel. Krabbel, krabbel, krabbel. Hier geht's nicht weiter. Okay. Küche, warte. Lift! Hallo! Juhu, Lift! Oh Gott.
Was passiert jetzt? Aha. Führt mich in die Freiheit. Ich bin mir recht sicher, dass sie nicht zur Freiheit geht, weil wir hätten hier oben raus müssen, oder? Finde einen anderen Weg nach draußen. War so logisch, oder? Bitte. Was sind wir da jetzt, bitte? Halt. Aha. Hallo. Aha. Schön. Da hat's... Ah, eine Akte. Schau mal. Was haben wir denn da Schönes stehen? Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernick. Frankenstein oder der moderne Prometheus. Von Mary Shelley, 1818, anonym veröffentlicht. Kapitel 23, Auszug. Oh Mensch, so rief ich. Wie verblendet verharrest du doch in deinem Weisheitsdünkel. Genug. Ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zornentbrannt und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Haus zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen. Ja, dann sinne mal. Das Spiel ist viel zu groß. Beschwerde. Solche Horrorspiele sind viel zu groß. Sowas gehört verboten. So. Aha, davon ist wieder Licht, okay. Alter, da ist irgendwas durchmarschiert. Ich will gar nicht wissen, was hier durchmarschiert ist, ehrlich gesagt. Oh, ich weiß nur, dass ich bestimmt bald laufen muss. Ich weiß wohl nicht, wohin. Alter, da schaut's aus. Kaffee. Boah, ein Kaffee wäre jetzt auch gut. Ein Kaffeetschall wäre jetzt fein. Och, wie schön. La da da. Da 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 da. Mhm. Ja, wie ich mir dachte, hier ist nix. Das schaut gar nicht gut aus. Wer bitte hat das... Oh Gott, das wird immer schlimmer. Aha, da haben wir wieder eine Akte. Das ist alles so pfui. Akte, na bitte. Projekt War Rider. Ach Gottchen. Obduktionsbericht MM1300921. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Merkoff Corp. zu entsprechen. Siehe Formular 4083. Autor Jennifer Rowland. Anmerkungen. Meine 14. Autopsie eines War Rider Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon. Aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde, verzweifle an meinem Urteilsvermögen, werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung, mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfacheren mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. Hm. Ah, na. Entschuldigung. Ich habe zu früh. Das war's, oder?
Da, da, da. Ja, genau, Entschuldigung. Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Merkoff-Sicherheitsleute haben Patient 921 getötet, nachdem ihn die Beruhigungsmittel für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben können. Ui, ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitige kontraproduktive Wirkung. Großartig. Na, jetzt passt es, jetzt habe ich alles gelesen. Entschuldigung, die Nerven. Meine Nerven, die nicht da sind. Boah, das schaut aus. Ich will nicht wissen, was da unten haust. Speichert. Großartig. Nichts gegen Speichern, aber meistens sind dann, wenn was speichert, kommt was Böses. Hindernisse. Mhm. Ich bin mir recht sicher, dass ich den Weg gleich zurückhatschen darf. Oh mein Gott, da ist wirklich ein Ausgang. Aber keine Ahnung, wo unser Auto ist. Kann ich hier rein? Oh, ich kann hier rein. Oh je. Oh je. Mhm. Alle hopp. Was auch immer hier unten gehaust hat, ist wahrscheinlich in die Freiheit entfleucht. Was aber gar nicht gut wäre. Oh Gott, die Musik schon wieder. Ich mag's nicht, wenn solche Musik ist, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Alter, Wallrider! Alter, Alter, Alter! Oh mein Gott! Das war's mit Specky. Was zum Teufel? Dokumente. Entschuldigung, 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 Dokumente. Notizen. Was? Tote Soldaten. So stirbst du also, von innen heraus in Stücke gerissen, dem Innersten an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Oh mein Gott! Boah, ich muss hier raus. Ich will hier weg. Ich will da raus. Ich will da nimmer. Ich will nimmer. Aber der Warrider hat uns gerade das Leben gerettet. Wie kriege ich den Alarm jetzt wieder aus? Geht das irgendwie? Aha, Batterie ist natürlich. Flutter Elend habe ich. Wie geht das hier? Hier mal nicht, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Wallrider hat uns in der Tat das Leben gerettet. Da kann ich sagen, was wir wollen. Ich weiß, dass er uns wahrscheinlich auch holen möchte. Vielleicht war es aber auch diese Art von Warrider, vielleicht war es Vater Martin. Das wäre echt cool, wenn der sich an uns erinnern kann. Boah, ist das grausig. So, jetzt ist die Frage. Wie schalten wir das aus? Certainly loves me, idiot.
know what this symbol represents. It warns of a nanohazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Fukov discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Billy im Hauptlabor. Ja, und wie soll ich denn bitte töten? Ich habe nur eine Kamera. Oh Gott, Hauptlabor. Ha? Wer ist das? So, ich wollte nur noch mal. Ich laufe wahrscheinlich wieder verkehrt, ne? Achso, da bin ich wieder. Entschuldigung. Ich bin total nervös. Meine Güte. Alter Schwede. Die war auch noch nicht offen. Ich dachte, der hat was für uns. Billy töten. Billy töten, ja. Aber womit soll man den töten? Ich hoffe, der ist nur einfach an einer Maschine angeschlossen, die wir ausschalten können. Und dann war's das, aber wahrscheinlich nicht. Das wäre zu einfach tun. Jawohl. Alter. Meine Nerven. Ich suche nach einer Batterie, falls wir noch sowas brauchen. Ich habe keine Ahnung. Aha. Aha, eine Kantine. Wahrscheinlich sind wir hier irgendwie richtig. Ich habe keinen Plan. Wie gesagt, eine Batterie wäre fein. Ich habe mich irgendwie das Gefühl, dass wir noch eine brauchen könnten. Aha, das ist ein Kühlhaus, okay. Oi, oi, oi. Bin ich hier noch richtig? Aha, von da sind wir gekommen. Da unten bin ich raus. Von da sind wir auch gekommen, genau. Ich muss mich mal kratzen. Ui, ui, ui. Da oben hin. Aha. Gibt es hier vielleicht noch Batterien? Achso, warte, waren wir hier auch schon? Hier waren wir auch schon, ne? Ach, Schande. Achso, weil ich verreck, deshalb. Kann man jetzt durch diese Tür durch oder nicht? Das ist die Frage. Wo hat es jetzt eigentlich gespeichert? Da. Bei ihm, ne? Ah, doch hier, okay. Gut, da gibt es ja eigentlich nichts, ne? Das heißt, hier lang. Hier lang. Thank you.
Falsch! Ah! Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Hallo? Mei, wieso glitscht... Das ist so ein Pfosten. Glitscht das da irgendwie fest, ne? Halt! Was? Aha, stimmt das so? Ich hoffe mal. Eine Akte! Gib mal her. Danke, du brauchst sie nicht mehr. Was haben wir denn da? Hinweis an alle persönlich vom fachärztlichen Berater MM008 Rudolf Wernick TPNR TPNR, keine Ahnung, was das heißt. Ja. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen in dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigungen, sodass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung, vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. So. Das Wort am Sonntag. Alter. Leckt's mir am Arsch. Speichert. Batman. I am Batman. So hat es sich gerade angehört wie die Batman-Höhle, ne? Warte mal. Neues Ziel. Drehe das Ventil und so. Alter, die Leute. Wieder ein Ordner. Aha. Ja. Merkoff Psychiatric Systems. Morphogentechnischer Antrieb. Wartungsplan. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebes täglich überprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1. Der angerichtete oxygenierte Perfluorcarbon im Nährflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu großen Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen könnte. So, Entschuldigung. Lebenserhaltungssystem 2. Die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Ach, leck mich doch am. Die ausreichende Bedankung und Wartung des Generators sollte stündlich bestätigt werden. Also klar, dass wir irgendwo runter müssen. Lebenserhaltungssystem 3. Im Falle eines Ausfalls der Lebenserhaltungssysteme 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Das wollen wir erreichen. Wir müssen jetzt drei Schalter finden. Drei Dinger, Dingens und Dingensdings. Ah! Ha! Der ist hin, der ist hin, der ist auch hin, da ist nichts, das ist nichts, das ist der. Mei, der Arme. Mei, der arme Kerl. Oh Gott, da drüben ist wieder jemand. Hallo. Oh Gott, wie schaut es denn da überall aus? Na gut, ein unterirdisches Labor. Ich fange einfach mal hier drüben an. Unterirdisches Labor und noch ein paar Sachen. Sind wir da jetzt? Nein, da sind wir nicht rein. Ich glaube, das passt schon so. Hier dürfte auch ein Wallrider entlang gekommen sein, beziehungsweise der Wallrider. Ich versuche immer noch Batterien zu finden. Vielleicht brauche ich gar keine mehr. Das wäre mir am allerliebsten.
So. Bin ich hier richtig? Ah, schau, ein Ordner. Was haben wir denn da Schönes? Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernick. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley, 1818, anonym veröffentlicht. Kapitel 4, Auszug. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann, um wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktfleck. Marktflecken, darin er geboren ward. Alter, diese Schrift, ne? Also diese Wortdings. Was soll's. Um wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebte, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt. Ja. Die alte Sprache ist das, mal lieber Herr Stojo. So, wegen dem Ordner bin ich hier raufgehirscht und sonst ist da nichts, oder wie? Kann man da irgendwas drücken? Dem scheint nicht so, wahrscheinlich darüber noch ein Stück da, ne? Boah, Alter. Ah? Da. Wie kommt mir der Kerl nicht entgegen? Lauf, 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 lauf. Die Tür zu. Danke. Lauf, lauf, lauf. Jetzt kannst du sagen, was du willst. Fit im Schritt wärmer. Hä? Ah! Alter! Ich hab keine Ahnung, ob ich richtig bin. Wie weit geht's da noch rauf? Aha, jetzt wird's dunkler. Jetzt ist es wieder heller. Heureka! Gespeichert! Oh, fuck! Hallo, hallo! Alter, Kamera, krieg dich wieder ein. Der nächste Ordner. Boah, alter Schwede. Puh. Muss mal kurz auf die Uhr schauen. Wir haben... Was? Wie spät? Oh, oh. Voll Überlänge. Entschuldigung, schon 10 Minuten drüber. Entschuldigung, ich hab's nicht mitbekommen. Ich muss sofort den Part beenden. Entschuldigung. Ja, wir werden im nächsten Part... Wie geht denn das? 2, 3, 4... Tatsächlich, echt 10 Minuten drüber. Es tut mir von ganzem Herzen leid. Gut, dann machen wir schnell Schluss. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns und fürchten uns, fliehen, laufen, was auch immer, beim nächsten Mal. Tschüssi!